Auf nichts hörst du. Vernunft, Vorstellung und Bitten, all das verachtest du. Befehl und Gehorsam, was anderes kennst du nicht. Du sagst, wir hätten einen Eid geschworen. Nun seien wir alle Ahab, sagst du. Gott im Himmel, nur das nicht. Gibt es denn keinen anderen Weg? Fesseln und gefangen nach Hause bringen? Dem Alten bei lebendigem Leibe das Kommando aus den Händen reißen? Das ist kindisch. Verschnürt mit Tamben und Drossen, gefesselt hier in der Kammer, wäre er grässlicher als ein Tier im Käfig. Das hielte keiner von uns aus. Keiner hätte Ruhe vor seinem Wutgeheul. Kein Frieden mehr, kein Schlaf, keine Vernunft mehr, die ganze furchtbare lange Reise lang. Aber was bleibt sonst übrig? Ich bin allein auf See und zwischen mir und dem Recht sind zwei Ozeane und ein ganzer Kontinent. Wer denn der Himmel? Ein Mörder, wenn er einen, der morden will, im Bett erschlägt?